Liebe Freunde, ich grüße euch recht herzlich aus Berlin. Könnt ihr mich sehen und hören? Kurze Frage in die Runde. Könnt ihr mich sehen und hören? Yes, alles klar. Sehr schön. Heute großes Interesse an dem Thema, was heute kommt, ne? Paragraphenketten. Das freut mich doch sehr. So, erste Frage, seid ihr angehende Bibus oder wer seid ihr so? Seid ihr angehende Bilanzbuchhalter, seid ihr angehende Steuerfachwirte, angehende Steuerfachangestellte? Wo kommt ihr her, wo wollt ihr hin? Bis jetzt habe ich ausschließlich Bibus gelesen oder angehende Bilanzbuchhalter, da muss man ja vorsichtig sein. Ne? Alles klar, sehr schön. Sehr schön. Cool. So, die zweite Frage. Wo kommt ihr her? Meine Wenigkeit, ich komme aus Düsseldorf oder aus der Nähe von Düsseldorf und bin dann irgendwann über Umwege nach Berlin gekommen. Aus Soest, aus Fulda, aus Leipzig. Sehr schön. Radebeul, cool. Celle, Goslar, Wiesbaden, alles klar. Langenfeld, das liegt bei mir in der Ecke, damals in der Nähe von Düsseldorf, ne, Langenfeld. Sehr schön. Haben wir Teilnehmer aus dem europäischen Ausland, also aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet hier oder aus dem Drittlandsgebiet? Könnte ja auch sein. Köln zum Beispiel, ne, ist schon fast im Ausland. Die Klausurtermine sind noch buchbar. Ja, ja. Ja, ja. Köln liegt auch in der Nähe von Düsseldorf. Und Köln ist auch ganz schön, muss man sagen. Ne? Also nach Köln kann man auch mal fahren. Ja, so. Wenn ich das mal sagen darf. Das ist gar nicht so schlecht, diese Stadt. Alright, alright. Ihr braucht die Unterlagen zunächst mal. Habt ihr denn das hier? Ich hatte euch das zukommen lassen. Allerdings nur jenen, die heute Morgen angemeldet waren. Es ist noch ein ganzer Stoß dazugekommen. Das heißt, die, die heute Morgen nicht angemeldet waren, sondern jetzt in den letzten Stunden erst reingetrudelt sind, könnten möglicherweise das noch nicht haben. Hat das jemand nicht? Dann habt ihr es gleich. So, nee. Jeanette hat es nicht, Angela auch nicht. Willst du es haben? Wollt ihr es haben? Bam, dann bitte. Ne? Da kommt Freude auf. Yeah, Laula. Also, in den Klausurwebinaren, die ich also für die Klausuren mache, ist ja klar, kurz vor knapp, ne, das heißt als letzte Möglichkeit hier nochmal sein Wissen zu überprüfen, mache ich alte Klausuren. Also natürlich nicht die Originalaufgaben, nicht die Originalklausuren, aber ich habe das Ganze abgestimmt auf alte Klausuren und insofern hier denke ich, das richtige Niveau zu treffen. Ich werde einige alte Klausuren, sehr alte Klausuren machen, auch einige mittelalte Klausuren und so weiter. Ich werde auf Tipps eingehen. Was ich dann mache, habe ich letzte Woche erzählt, letzte Woche Freitag, ein Gratis-Webinar zu den 31 Themen, die meiner Meinung nach hier für Buchführung relevant sind. 31 Themen für Buchführung. Und was in Steuern ich machen werde oder was ihr machen müsst, ne, egal bei welchem Kursanbieter ihr euch vorbereitet oder was auch immer, ihr solltet die Klausurthemen in Steuern drauf haben, die ich am Freitag erzähle. Also wer Bock hat, übermorgen am Gratis-Webinar mitzumachen für Steuern, der darf das gerne tun. So, alles klar. Ne? Gibt's Fragen, bevor wir loslegen? Ich werde das Ganze auch gleich noch ein wenig anwürzen mit einer netten Aufgabe, die ich mir ausgedacht habe. Und dann würde ich sagen, Schema Buchführung und zwar die nötigen Paragraphenketten nach Handels- und Steuerrecht und zwar nach nationalem Handelsrecht, HGB, nicht nach IAS, IFRS, also nicht nach internationalem Handelsrecht. So, wo kann man sich anmelden? Anmelden kann man sich auf folgendem
Gratis Webinare Badge. Ich muss mal kurz gucken, ob der Link auf meiner Homepage auch richtig ist, aber der scheint richtig zu sein. So, Bautz. Ne? Und genau, also da einfach mal draufgehen und Luki-Luki machen. Batsch, Bilanzbuchhalter. So, ne, und zwar hier Thema 4, Überblick Steuern, Freitag, 2.9. Diese Woche Freitag, 18 Uhr, da geht's ab. Da geht's ab. Kann man das Webinar zur Buchführung nochmal ansehen? Fragt die Melanie, die nicht am Freitag dabei war. Wir fragen uns alle, Melanie, warum nicht? So, also ich mache das Ganze so, dass ich es direkt für die Teilnehmer, also eine Stunde später, den Teilnehmern zuschicke, den Mitschnitt. Ein bisschen später in meinem Newsletter das Ganze. Und einige Tage später, erst 5, 6 Tage später, bei YouTube das Ganze reinstelle. Bei YouTube habe ich es heute reingestellt. Na, das heißt, Melanie, der Mitschnitt, wenn du noch magst, ist ja bei YouTube verfügbar. Ansonsten in meinen Newsletter rein, da gibt es dann Infos früher, beziehungsweise natürlich mehr Infos hier, als ich bei YouTube rein poste. So, dann habe ich die Fragen hier. Genau. Und kann man das Webinar? Ne? Gibt es von einem Buchhaltungsthemen-Webinar eine Aufzeichnung wegen der Themen? Habt das leider verpasst. Wir fragen uns alle, Carsten, wie das passieren konnte. Sowas. Ne? Das, was ich gerade erzählt hatte, gilt natürlich dann auch für dich. Und alle Interessierten, alle auch noch im Nachhinein Interessierten. In meinem YouTube-Channel. So. youtube.de/DanielLambert1, glaube ich, ist die Adresse. Patsch. Mal gucken, was wir hier haben. Und ich glaube, genau, das ist doch... Na, Vorsicht mal. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit den Links. Ne, das ist nochmal ein anderer Link, der nach außen gilt, als der Link, der nach innen gilt. Liebe Freunde, seid ihr schon da? Bin ich. So, und ich stelle euch gerade mal den Link dafür rein. Und dann legen wir los. Dann legen wir los. Ich will sagen, das, was ich gerade hier rein tue, ist das Webinar vom Freitag. Mehr als 30 Klausurthemen, es waren 31 Klausurthemen, genauer gesagt, die ich also hier vorgestellt hatte. Bam, alles klar. Cool. So, mal gucken, ob es noch weitere Fragen gibt. So. Dankeschön, Melanie. Freut mich sehr. Das Luki-Luki machen werde ich niemals vergessen. Ich habe natürlich, ich meine, man kopiert ja natürlich auch so einiges im Leben. Ne? Das habe ich von meinem alten Mathelehrer aus dem Mathe-Leistungskurs. Der hat das immer gesagt. Wir machen Luki-Luki. Ne? Da habe ich mir das abgeguckt. So. Perfekt, du bist der Beste. Oh ja. Danke für den Tipp. Newsletter werde ich gleich machen. Ja. Das würde ich mal sagen, Carsten, ist doch mal eine gute Maßnahme. Müsste das hier sein? Bam, 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 bam. Genau, ne, der Sebastian hatte das Richtige gefunden. So, alles klar. Mathe. Sind das 6 Seiten? Heute, ja, ich glaube schon. Also das, was ich jetzt hier habe, ne, das da sind so circa 6 Seiten, meine ich. Also, Folgendes. Was ist hier wichtig? Es ist so, dass man sich auskennen muss, mit Paragraphenketten. Paragraphenketten sind urwichtig, sind total entscheidend, weil ohne Paragraphenketten nichts geht.
ihr müsst ja das Ganze auch zitieren. Ihr müsst also zitieren, was ihr hier so rausfindet. Ne, ihr müsst alles beweisen. Und wenn ihr das nicht könnt, ist das schlecht. Und wenn ihr das könnt, sind das sichere Punkte. Also sichere Punkte bestimmt von 20 Punkten insgesamt, die so eine Aufgabe bringen kann, sind es, ich würde mal sagen, 6 ne? Punkte, die man insgesamt dann dafür kriegt durch dieses Grundgerüst. So, das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig für die Fußgängerpunkte. Es ist aber auch wichtig für den Klausurerfolg generell, weil ohne die richtigen Paragraphen, ohne das richtige Grundgerüst, das richtige Skelett, habt ihr keine Chance, hier überhaupt den richtigen Weg einzuschlagen. Bekommen wir auch die vom letzten Mal. Was? Was meinst du denn, Jeanette? So. Okay, also. Was man wissen muss. Ansatzausweisbewertung. Ansatz, ne, ist eine Sache überhaupt reinkommend in die Bilanz? Also kommt eine Sache überhaupt rein hier in die Bilanz, beziehungsweise in den Jahresabschluss? Wie wird etwas im Jahresabschluss berücksichtigt? Rein in die Bilanz und damit Aufwand erst später im Rahmen der möglichen Abschreibungen oder nicht rein in die Bilanz und damit rein in die Gewinn- und Verlustrechnung, damit Aufwand und also heutiger Misserfolg, heutiger Aufwand. Aufwand jetzt rein in die GNV und nicht aktivieren oder Aufwand in der Zukunft rein in die Bilanz und pro rata temporis, also auf die Laufzeit hier zu Aufwendungen werden lassen. Das ist die Frage. Das ist die entscheidende Frage und damit machen wir dann auch hier latente Steuern wegen Timing Differences, wegen zeitlicher Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlichem Jahresüberschuss. So. Letztes Mal gab es keine Paragraphenketten. Letztes Mal gab es nur diese 31 Themen. So. Was wollte ich sagen? Ansatzausweisbewertung. Ansatzausweisbewertung. Ne? Es sind 3 Themen. Es sind 3 Riesenthemen. Wobei die Bewertung hier nicht zu einem Drittel zählt, sondern zu mehr als der Hälfte zählt. Also die Bewertung, das ist die große Sache. Und Bewertung umfasst Erstbewertung als auch Folgebewertung. Erstbewertung als auch Folgebewertung. Ne? Also die Erstbewertung ist die Initialbewertung, wie man bei IAS auch gerne sagt, und dann die Folgebewertung, wie es dann in der Nachfolgezeit auf den Kauf oder auf den Herstellungszeitpunkt dann entsprechend hier folgt. Gut. Ne? Alles klar. Und da muss man mal gucken, was dann hier so abgeht. Und damit wir das uns anschauen können, habe ich mir doch mal heute Nachmittag eine schöne Aufgabe ausgedacht. Ne? Habe ich mir eine schöne Aufgabe ausgedacht. So, habt ihr Lust? Ja, unbedingt. Gib Gas. Ja. Also, angenommen, wir sind im Jahre 00 und zwar Anschaffungskosten einer Maschine. Wir kaufen uns eine Maschine an. Anschaffungskosten 10.000 Euro. So, mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren. 15 Jahre und wir bestellen etwas. Bestellung. Wir bestellen also diese Maschine am 3.2.00. Am 3. Februar 00 wird hier diese Maschine bestellt. Übrigens ist die Jungenquote heute erstaunlich groß. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. So, Bestellung. Also am 3. Februar, Lieferung am 3. März, ein bisschen später, 3. März 00 und die Montage durch den Lieferanten am 3. April. Montage durch Lieferanten am 3. April. Steuerrechtlich möchte man sich möglichst arm rechnen. Möglichst arm rechnen möchte man sich steuerrechtlich. Und hier, wenn es geht, die Einheitsbilanz verfolgen.
Einheitsbilanz soll verfolgt werden. Das ist also die Aufgabenstellung. Bam. Und jetzt wollen wir klären, wird diese Maschine hier aktiviert? Ansatz. Angenommen, der Ansatz muss geguckt werden. In, ich würde sagen, 90% der Fälle ist es so, dass die abstrakte Aktivierungsfähigkeit nicht relevant ist. Also meistens nicht gefragt. Allerdings nur das hier. Meistens nicht gefragt. Das heißt, nicht gefragt ist die Frage, nicht gestellt ist die Frage, ob es sich um einen Vermögensgegenstand handelt, ja oder nein. Handelsrechtlich gesprochen Vermögensgegenstand, steuerrechtlich gesprochen Wirtschaftsgut, international handelsrechtlich gesprochen Vermögenswert. Also Vermögensgegenstand, Vermögenswert, Wirtschaftsgut bitte unbedingt auseinanderhalten. So, wenn das aber mal drankommen sollte und es kommt in 10% aller Klausuren dran und es war schon 9 Termine lang nicht mehr dran gewesen, ja, ne? Dann müsst ihr prüfen, und das steht nicht explizit drin, das müsst ihr euch wirklich merken, dass das so ist, das wisst ihr jetzt. Ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, ihr hättet es nicht gewusst. Ist eine Sache selbstständig bewertbar? Ist sie selbstständig verwertbar? Und stiftet sie einen konkreten Nutzen? Dann liegt ein Vermögensgegenstand vor. Wenn diese Voraussetzungen sämtlich erfüllt sind, was heißt sämtlich auf Lateinisch? Müssen die Voraussetzungen also oder erfüllt sein? Welches Wort gibt es da dazwischen? Müssen sie sowieso erfüllt sein oder sowieso? Genau, sie müssen kumulativ erfüllt sein, nicht etwa alternativ. Wären sie alternativ erfüllt oder müssten sie nur alternativ erfüllt sein, dann reichte es aus, dass ein einziges von dreien oder also mindestens ein einziges von dreien erfüllt wäre, damit sie Rechtsfolge greifen täte. Ja, aber sie müssen kumulativ erfüllt sein, damit die Rechtsfolge gilt. Genau. Und kumulativ, wie die Mary richtig schreibt, mit einem M. Mit genau einem M. Alle gemeinsam. So. Und diese Maschine, jetzt machen wir mal hier unsere Aufgabenstellung, ist selbstständig bewertbar. Wir können sie selbstständig für sich gesehen bewerten. Wir können sie selbstständig verkaufen und damit selbstständig verwerten. Und die Maschine stiftet einen konkreten Nutzen, einen ganz konkreten Nutzen. Und das müsst ihr genauso abhaken. Also im Kopf müsst ihr das so durchgehen und Häkchen machen, ne, oder Fuschzettel hervorrufen und dann hier einreichen und das dann mit abgeben, ist klar. Ne, dann fällt das sofort auf. Nein, ihr braucht natürlich keinen Fuschzettel. Das da müsst ihr schön auf Papier in Sätzen und so weiter hier formulieren. Ist also ein Vermögensgegenstand gegeben? So, Schritt 1 der Aktivierungsfähigkeit. Liegen Aktivierungsverbote im Konkreten vor? Antwort hier nein. Ne, also das, was die Aktivierungsverbote sind, 248 Absatz 1, 248 Absatz 2 Satz 2, ist hier nicht relevant. Insofern hier also no. Hier in dieser Aufgabenstellung. Gibt es ein Aktivierungswahlrecht? Es gibt, und das muss man sich merken, 3 explizite Aktivierungswahlrechte. Und das sind diese 3. Das sind diese 3. Und das ist auch wichtig für die Klausur 2, für die Strukturbilanz. Weil nämlich diese 3 Positionen, so sie aktiviert worden sein sollten, dann meistens rausgerechnet werden. Wobei manchmal die IHK auch sagt, die immateriellen Vermögensgegenstände nicht rauszurechnen, so sie aktiviert wurden. Aber nur wenn sie das so explizit sagt, dann macht ihr es nicht. Ansonsten macht ihr das. Okay. Handelt es sich bei einer Maschine um einen immateriellen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens, der nicht entgeltlich erworben wurde? Antwort nein, denn eine Maschine ist materiell und nicht immateriell. Was ist bitteschön Anlagevermögen? Was ist der Unterschied zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen? Was ist der Unterschied zwischen Anlage- und Umlaufvermögen? So, mein heutiger Sponsor, Volvic. Yes. Äußerst lecker. Kleiner Witz, ne?
So, also der Carsten schreibt langfristig, die Jana schreibt langfristig. Also Jana und Carsten liegen falsch. Und zwar so richtig falsch. Und die anderen aber auf Dauer, was der Zeno schreibt, ich denke, Zeno ist männlich, bin mir nicht ganz sicher. Nancy ist richtig. Katja ist richtig. Also Fakt ist, weiblich, Entschuldigung, woher kommt dieser schöne Frauenname? Dauernd dem Geschäftsbetrieb dienend ist 247 Absatz 2 HGB. Das ist nämlich eine Frage, die hier weiter hinten dann noch relevant ist. 247 Absatz 2 Handelsgesetzbuch, da steht also drin, ob etwas zum Anlagevermögen gehörig ist oder nicht. Und hier, ja, die Maschine dient dauernd oder soll dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen. Türkisch, alles klar. Çok güzel. Was wollte ich sagen? Genau, also hier Anlagevermögen, weil die Maschine dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen soll, 247 Absatz 2. Und außerdem sind diese anderen Sachen hier nicht betroffen, insofern hier diese Aktivierungswahlrechte, no, hier. Und für jeden Sachverhalt muss eben diese Tabelle im Kopf neu ausgefüllt werden. Für jeden Sachverhalt müsst ihr neu gucken, ob hier, wo hier Kreuze zu setzen sind und wo nicht. Alles klar. Das war der Ansatz. Und wo sind die Ansatzparagraphen? Was sind die Paragraphen des HGB, die sich um den Ansatz drehen? Paragraph von bis. So, jetzt muss ich mal selbst hier gucken. Langfristig und dauernd ist doch das Gleiche. Nein, ist es nicht. Dauernd dient und dreht sich um die Zweckbestimmung, wohingegen das Wort dauerhaft oder langfristig sich auf die Dauer der Zurverfügungstellung bezieht. Das Wort dauernd ist explizit nicht für die Dauer der Zurverfügungstellung bestimmt, sondern das Wort dauernd geht auf die Zweckbestimmung und nicht auf die Dauer der Zurverfügungstellung. Ja, so. 246 und 242, nö, es sind nicht nur zwei Paragraphen, die hier Ansatzvorschriften sind. Es sind schon ein paar mehr, 5 oder 6 oder so. So, 246, da geht's los. Denn das sagt ja die Überschrift hier. Ansatzvorschriften 246. Und zwar gehen die bis 251 inklusive. So, alles klar. Ne? Inklusive 246 bis 251 HGB. Dort sind die Ansatzvorschriften und insbesondere nämlich der 247 Unterschied zwischen Anlage und Umlaufvermögen ist also folglich ein Ansatzparagraf. Insbesondere der 249, Stichwort Rückstellung, ist ein Ansatzparagraf. Gehört nicht 253 Zugangsbewertung auch dazu? Nein, eben nicht. Ne? Ansatzausweisbewertung, du gibst dir die Antwort selbst. Ansatzausweisbewertung, da ist die Bewertung, sei es Erst- oder Folgebewertung, ja etwas anderes. Und also ist die Bewertung nicht ein Ansatzparagraf. Ja, genau. Gute Frage. Und die Antwort lieferst du, ohne es zu merken, selbst mit. Yes. So, dann, wo kommt diese Maschine hin? Gehört die Maschine, denn, und jetzt sagen wir Anlagevermögen, und also 266 Absatz 2, Aktivseite. Lateinisch A, Anlagevermögen und Lateinisch B, Umlaufvermögen. Das heißt, wenn wir uns oben für Anlagevermögen entschieden haben, müssen wir auch hier natürlich bleiben beim Anlagevermögen und dürfen nicht jetzt plötzlich zum Umlaufvermögen dann switchen. Ne? So, sind wir bei den immateriellen Vermögensgegenständen? Nö. Sind wir bei Finanzanlagen? Überhaupt nicht. Sind wir bei den Sachanlagen? Yes. Genauer gesagt sind wir bei, looky,
jetzt habe ich es wieder gesagt, sind wir bei, denn die Sachanlagen sind ja vier Stück, sind wir bei Arabisch zweitens. Zwei, ne? Technische Anlagen und Maschinen. Also das dann bitte noch komplettieren, wo man dann hin soll. Römisch 2, Arabisch 2, Lateinisch A, Römisch 2, Arabisch 2, HGB, technische Anlagen und Maschinen. Bitte technische Anlagen und Maschinen auch hinschreiben. Das ist der Ausweis. Das gibt Punkte. Und das ist super easy. Der Ausweis ist super easy. Kommen wir zur Bewertung, was das Schwerste ist. Erst- oder Folgebewertung. Bei der Erstbewertung 253 Absatz 1 Satz 1 HGB ist das sogenannte Höchstwertprinzip. Steht das sogenannte Höchstwertprinzip? Höchstwertprinzip, das da besagt, dass höchstens mit AKHK zu bewerten ist. Höchstens mit AKHK zu bewerten ist. Jetzt, Prasat, ist das ein hebräischer Vorname und ist er männlich oder ist er weiblich? So, bei männlich-weiblich tippe ich lieber nicht, sonst tippe ich wieder falsch. Und wo kommt der Name her? Oder hast du dir einen ausgedacht? Thailändisch, alles klar. So, was wollte ich fragen? Wenn du sie vorher definierst, von wegen Anschaffungskosten, Klammer auf, AK, Klammer zu, ne, dann würde ich sagen, dass das erlaubt ist, hier mit Abkürzung dann zu agieren. So, Anschaffungskosten oder Herstellungskosten. Und da müsst ihr euch entscheiden. Ihr dürft nicht etwas schreiben, bewertet wird diese Maschine mit AK/HK 253 Absatz 1 Satz 1 HGB. Nein, ihr müsst euch entscheiden. Ne? Wenn etwas angeschafft wird, Anschaffungskosten. Wenn etwas selbst erstellt wird, Herstellungskosten. Außerdem bitte Herstellungskosten beachten, nicht Herstellkosten. Herstellkosten ist Klausur 3, ist Kostenrechnung. Herstellungskosten ist Klausur 1, ist Buchführung. So ist es. Und was dann Anschaffungskosten sind, da haben wir vier Positionen. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Anschaffungspreis, meistens netto, nicht immer netto, aber meistens netto bei einer vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmung. Abzüglich der Anschaffungspreisminderungen, aber beispielsweise bei den Skonti nur dann, wenn sie auch ausgenutzt werden, sonst nicht. Und zuzüglich von Anschaffungsnebenkosten, alles was notwendig ist für den betriebsbereiten Zustand, das bitte auswendig lernen. Anschaffungsnebenkosten ist alles, was notwendig ist für den betriebsbereiten Zustand. Wie Notargebühren, wie Montagekosten, sowas. Und was ist, jetzt die Frage kann ich mir sparen, denn da steht die Antwort, ausschließlich Einzelkosten dürfen rein. Das ist eine ganz böse IHK-Falle, das macht die IHK sehr, sehr gerne, dass sie dann von Material-Einzelkosten, Material-Gemeinkosten spricht. Bei den Herstellungskosten würden wir das Theater jetzt machen, von wegen 30% der Einzelkosten sind Gemeinkosten und so weiter. Aber bei den Anschaffungskosten dürfen wir das auf gar keinen Fall tun. Bei den Anschaffungskosten auf gar keinen Fall, denn 255 Absatz 1, Satz 1, letzter Halbsatz, sagt es ganz klar. Soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können, gehören Anschaffungskosten hier dazu. Ansonsten sind sie keine Anschaffungskosten. Nur was einzeln zugeordnet werden kann, ist Anschaffungskosten. Sonst nichts. Also Gemeinkosten wäre eine ganz böse IHK-Falle. Das darf bei Herstellungskosten rein, nicht aber bei Anschaffungskosten. So, und hier haben wir also, da habe ich gar nicht die einzelnen vier Komponenten da groß gemacht. Wir kommen auf Anschaffungskosten von hier 10.000 Euro. Ne? 10.000 Euro. Bam, alles klar. So, das ist die Erstbewertung. Herstellungskosten hier no, weil nicht gemacht. Also
Wenn die Maschine selbst erstellt worden wäre, dann wären die Herstellungskosten relevant, so aber nicht. Es gibt gewisse Pflichtbestandteile, bei den Herstellungskosten nach 255 Absatz 2 Satz 2. Pflichtbestandteile, da fehlt zwar das T, aber egal. Oh, egal. So, Absatz 2 Satz 2. Und dann gibt es Wahlrechtsbestandteile, und zwar diese dort, die rein dürfen, aber nicht rein müssen. Wahlrechtsbestandteile. Diese Komponenten dürfen rein, müssen aber nicht rein. Und das wiederum steht drin in Absatz 2 Satz 3. Also was hier zusammenpasst, male ich mit derselben Farbe an. Ne? In Pink Satz 3 und Wahlrechtsbestandteile, beziehungsweise in Türkis dann davor Satz 2 und die Pflichtbestandteile. So, und mittlerweile ist das handels- und steuerrechtlich identisch. Und jetzt kommt die große Frage. Und da mache ich mal eine Umfrage. Das heißt, gar nicht mal in den Chat schreiben, bitte, sondern kurz warten, dass ich hier eine Umfrage mache. Nämlich die Frage wird dann jetzt sein, wenn ich mich reich rechnen soll, handelsrechtlich reich rechnen soll, machen wir zur WUK oder zur WOK? Also, wenn man sich reich rechnen soll, dann aktivieren wir den Vermögensgegenstand zur Wertuntergrenze oder zur Wertobergrenze? Ja, das ist die Frage und die Antwort bitte, danke, mal ankreuzen. Bitte, your vote please. Wenn man sich handelsrechtlich, jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was ich gesagt hatte, sich reich rechnen möchte, ne? Wenn man sich handelsrechtlich reich rechnen möchte, macht man das dann zu WUK oder zu WOK? Die Hälfte hat gerade abgestimmt. Oh ja, oh, deutliche Mehrheit, sehr gut. Wobei schon leider noch zu viel sich falsch entscheiden, nämlich 23% entscheiden sich falsch. Aber immerhin hier gerade 77% richtig. So, also das Ergebnis, ach guck, jetzt gerade eine glatte Zahl, wo ich auf Schluss tippe. 40 haben abgestimmt. Also, die meisten sagen, dass man zur Wertobergrenze aktiviert, wenn man sich reich rechnet. Volle Absicht hier, volle Absicht. Und das ist auch richtig so, denn die Wahlrechtsbestandteile, wenn man sie aktiviert, sind sie Aufwand über die Abschreibung in der Zukunft. Wenn man sie nicht aktiviert, sind sie Aufwand heute. Und dadurch rechnet man sich ärmer, weil es dann Aufwand heute ist. Ne? Also das heißt, arm und reich ist eine Frage der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn man diese eingerahmten Positionen nicht aktiviert, rechnet man sich ärmer, weil man es dann als heutigen Aufwand behandelt. Und wenn man es heute aktiviert, rechnet man sich heute reicher, weil es dann heute kein Aufwand ist oder geringerer, und aber in der Zukunft rechnet man sich ärmer. Und dieses, dass man sich genau anders rechnet, dass die Gegenwart anders ist als die Zukunft und das sich aber auch wieder ausgleicht, nennt man zeitliche Differenz und führt dann zu latenten Steuern, sei es zu aktiven latenten Steuern oder zu passiven latenten Steuern. So, ne? Okay, alles klar. Das war die Erstbewertung. Das heißt, Erstbewertung 10.000 Euro. Kommen wir zur Folgebewertung. Die Folgebewertung hat hier planmäßige Abschreibungen, wie wir uns handelsrechtlich ausdrücken würden, und außerplanmäßige Abschreibungen. Und planmäßige Abschreibungen und AFA sind dasselbe. Das heißt, das da ist Handelsrecht und das da ist Steuerrecht. Also
Die Absetzung für Abnutzung ist das steuerrechtliche Wort und die planmäßige Abschreibung ist das handelsrechtliche Wort. Das bitte nicht verwechseln, das ist wichtig. Genauso wie die außerplanmäßigen Abschreibungen, hier handelsrechtliches Deutsch sind und die Teilwertabschreibungen steuerrechtliches Deutsch. Und das eine ist das Pendant des anderen. Also wenn wir das eine machen, machen wir das andere dann direkt mit. Durchaus auch im selben Satz. Ne? Also die planmäßigen Abschreibungen und außerplanmäßigen, das heißt Abschreibungen als auch Zuschreibungen. Möglicherweise gibt es Zuschreibungen. Die Zuschreibungen kehren nur vorhergehende außerplanmäßige Abschreibungen um. Oder hier steuerrechtlich gesprochen, kehren nur Teilwertabschreibungen um. Das heißt, nur das Außerplanmäßige wird rückgängig gemacht, nicht das Planmäßige. Das Planmäßige wird nicht rückgängig gemacht. Das muss man sagen. So. Ihr seht, hier geht's ab. Hier geht's ab, Leute. Das sind doch geile Themen, oder? Jetzt mal wirklich. So, Folgebewertung. Wie sieht's denn aus? Wollen wir mal hier gucken. Also Ansatz hatten wir gemacht. Ansatz, die Maschine ist ein Vermögensgegenstand nach 246 Absatz 1 Satz 1 HGB und so. Und es ist Anlagevermögen nach 247 Absatz 2 HGB. Wir weisen das Ganze aus. Ausweis nach 266 Römisch 2 für Aktivseite. Lateinisch A, Anlagevermögen, was wir nämlich ja vorher entschieden hatten. Wenn wir uns vorher für Anlagevermögen entscheiden, dann muss man das Ganze hier auch natürlich beibehalten. Muss in der Prüfung im Fließtext geantwortet werden? Absolutely. Ja, genau. Also nicht einfach so hula-hoop hier, wie ich das mache, sondern natürlich mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Leider, ja. Aber das kann auch durchaus schnell gehen. Das, was ich jetzt bis jetzt hingeschrieben habe, würde ich in zwei Sätzen machen. Nämlich es handelt sich um einen Vermögensgegenstand / Wirtschaftsgut, ne, Komma 246 Absatz 1 Satz 1 HGB, als Teil des Anlagevermögens, Klammer auf, 247 Absatz 2 HGB, Klammer zu. Punkt. Der Ausweis findet statt unter technischen Anlagen und Maschinen, Klammer auf, 266 Absatz 2 Lateinisch A, Römisch 2, Arabisch 2 HGB. So, das waren zwei Sätze, fertig. Und die Erstbewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach 253 Absatz 1 Satz 1 HGB und so weiter und so weiter. Also hier Erstbewertung mit Anschaffungskosten 253 Absatz 1 Satz 1 HGB. Und zwar Anschaffungskosten 10.000 Euro. Hier wird die IHK, also das habe ich ein bisschen zu einfach euch gemacht, da wird die IHK durchaus diese drei oder vier Komponenten, meistens drei von den vier Komponenten, auch wirklich abfragen und von euch verlangen, dass ihr die Anschaffungsnebenkosten ausrechnet, Rabatte, Skonti und so weiter und so weiter. Also die 10.000, das wird euch dann nicht so leicht gemacht werden. Kann man anstatt Teilwertabschreibung auch außerplanmäßige AFA schreiben? Auf gar keinen Fall, Jessica, auf gar keinen Fall. Das wäre falsch, weil und das ist richtig falsch. Eine AFA ist etwas Planmäßiges. Und eine AFA ist ein steuerrechtliches Deutsch, ein steuerrechtlicher Ausdruck. Und planmäßige Abschreibung oder außerplanmäßige Abschreibung ist handelsrechtliches Deutsch. Du darfst diese beiden Deutschversionen auf gar keinen Fall verwechseln. Das gibt Punktabzug. Ja, das gibt Punktabzug. So, muss man nicht begründen, warum es Anlagevermögen ist? Eigentlich schon. Ich habe es oft gesehen, dass es in der Klausur dann nicht begründet wird, weil es klar ist, dass es dauernd dem Geschäftsbetrieb dient. Aber
Es ist schon so, man muss es zumindest im Kopf mit sich geklärt haben, dass es dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen soll. Also im Zweifel schreibst du es hin, dass diese Maschine dauernd dem Geschäftsbetrieb dient. Bei den Paragraphen schreibst du keinen Absatz. Nee. Es gibt ja, also ich schreibe das Wort ABS-Punkt und S-Punkt nicht hin. Aber das darfst du machen, wie du willst. Also 238 Absatz 2 Satz 1 kannst du schreiben. Oder du schreibst 238 ABS-Punkt Arabisch 2, S-Punkt Arabisch 1 HGB. Das geht auch. Beides ist völlig okay. Es gibt noch eine dritte Version, die ich kenne, 238 in Klammern Arabisch 2 und dann so eine 1, eine arabische 1. Also alle drei Versionen sind gleichwertig und das darfst du dir aussuchen, wie du das schreibst. Ja, genau. Gut. So, die Erstbewertung, also wie gehabt. Kommen wir zur Folgebewertung. So, und jetzt wird es leider aufwendig. Und schuld ist wer? Die Merkel. Die Merkel ist schuld. So, nämlich in der Corona-Zeit hat man sich dafür entschieden, eine steuerliche Entlastung hier zur Verfügung zu stellen, und zwar eine zeitliche Entlastung. Nicht in der Gesamtbetrachtung, aber in der Zeit, und zwar die Einführung oder die Wiederzulassung der degressiven Abschreibung. Darum geht's. Und da wollen wir mal gucken. Was wäre die planmäßige Abschreibung im ersten Jahr? Oder was wäre die lineare planmäßige Abschreibung? Also nach Paragraph 7 Absatz 1 ESTG. Paragraph 7 Absatz 1 Satz 1 ESTG. Und im Vergleich werden wir dann zumindest überprüfen, ob Paragraph 7 Absatz 2 Satz 1 auch ginge, die degressive Abschreibung. Und was dann mehr ist. Und dann muss man sich überlegen, was dann hier angebracht ist. Muss man die degressive in der Prüfung können? Yes, absolut. Die muss man drauf haben. Ja. 500 Euro linear. Ich glaube, das stimmt so. Ja, genau. Und warum? Hey, das ist auch nicht einfach. 10.000 dividiert durch 15 und dann monatsgenau, das heißt hier Paragraph 7 Absatz 1 Satz 4 ESTG, wie viele Monate schreiben wir ab? Wer sagt 9 und wer sagt 10 und wer sagt 8 oder so? Einige sagen 9 oder die bis jetzt sagen alle 9. Sagt denn keiner hier 10? Denn geliefert wird ja im März. Warum also nicht ab März? Ne? Alle, die 9 schreiben, das sind alle, dürfen wir gerade bitte begründen, warum sie 9 sagen und nicht 10. Das ist nicht so klar. Ah, sehr gut. Sehr gut. Die Montage durch den Lieferer. Und damit Richtlinie 7.4, Absatz 1, ich glaube Satz 4, aber das gucken wir nach. Wenn der Lieferant montiert und nicht der Steuerpflichtige selbst, dann wird es erst bei der abgeschlossenen Montage abgeschrieben und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben. Und ansonsten nämlich würde es, wenn der Steuerpflichtige selbst hier die Montage vornimmt, ab der wirtschaftlichen Verfügungsmacht nämlich dann geschehen, das heißt ab März. Wenn der Steuerpflichtige selbst das montiert hätte, wäre es ab März, egal ob es einsatzbereit dann schon ist oder nicht. Und so, dadurch, dass der andere das montiert, ist es genau anders. 7.4, so, das dauert jetzt ewig und 3 Tage. 7.4 Absatz 1 Satz 4. Nee, Satz 3. Absatz 1, Satz 3, Einkommensteuerrecht. So, was haben wir denn da? Was geht denn da ab hier?
Hohes Interesse, sehr gut. Ich habe in alten Prüfungen auch schon gesehen, dass die Corona-Regeln nicht angewendet werden müssen. Ganz genau. Sogar nicht dürfen. Sogar nicht dürfen. Trifft das dann nicht auch auf die Degressive zu, wenn so ein Satz drinne steht? Es kommt darauf an, welcher Satz da drinne steht. Ne? Von wegen, wenden Sie nicht die Corona-Gesetzgebung an, dann wäre es so. Dann hättest du recht, dass die degressive Abschreibung nicht angewendet werden dürfte. Ja, das muss man tatsächlich genau lesen, ob die Corona-Gesetzgebung drin ist oder ob sie nicht drin ist. Man muss zunächst einmal natürlich davon ausgehen, dass sie drin ist. Es war ja speziell, was du meinst, auch für den Steuersatz, nämlich die zeitweilige, ein halbes Jahr andauernde zeitweilige Senkung des Umsatzsteuersatzes. Ne? Die sollte nicht angewendet werden. Aber diese degressive Abschreibung, ich meine, dass die bei der letzten Klausur schon tatsächlich auch angewendet wurde. Also die muss man auf jeden Fall drauf haben. Das wäre hier 500 Euro. Und jetzt die degressive Abschreibung. Wie machen wir das? 10.000 mal was? Und dann mal 9/12. So. 2,5, sagt die Alexandra. Und was wird hier davor behauptet? Katja sagt, muss die Montage nicht auch noch zu den Anschaffungskosten gerechnet werden? Betriebsbereiter Zustand? Nee, also ja, sie muss dazu gerechnet werden. Sie zählt zu den 10.000 dazu oder ist da schon drin. Aber hier geht es ja gar nicht in Richtlinie 7.4 um die Höhe der Anschaffungskosten, sondern es geht um den Beginn der Abschreibungen, sagt auch schon die Überschrift zu 7.4. Insofern irrst du dich, das Thema ist halt 7.4 anders. Ne? Aber du hast recht, es würde und es zählt zu den Anschaffungskosten dazu. Gebe ich die Richtlinie auch für die Bewertung nach HGB an? Ja, wegen der Einheitsbilanz, weil ja die handelsrechtliche Geschichte so gemacht werden soll, nach Möglichkeit wie die steuerrechtliche. Und also zunächst einmal nein. Zunächst einmal ist deine Frage, Jeanette, mit Nein zu beantworten, aber wegen der Einheitsbilanz dann doch schon. Dem HGB auf Deutsch gesagt ist es wurscht, wie man es abschreibt. Ne? Ob nun linear oder nach Nutzungseinheiten, wie auch immer. 253 Absatz 3 Satz 1 HGB äußert sich dazu nicht zur genauen Abschreibungsmethode. Und also, wenn es dem HGB doch wurscht ist, dann machen wir es so, wie im ESTG dann hier verlangt. So, 2,5, 25%. Was sagen die anderen? Wie schreiben wir ab? Nach degressiv. Da äußert sich § 7 Absatz 2 Satz 1 dann dazu, denn das, was Alexandra schreibt, ist falsch. Ist falsch. Es sind gerade nicht 25%. Es sind höchstens 25%. Aber hier ist es anders. Ich habe deshalb extra als Nutzungsdauer 15 gewählt. Und davon ne, das 2,5-fache. Also 1 durch die Nutzungsdauer mal 2,5. Und wenn diese Zahl, die in Klammern steht, größer sein sollte, größer sein sollte als 25%, dann nehmen wir 25%. Und wenn die Zahl, die in Klammern steht, 1/15 mal 2,5, kleiner ist als 25%, dann nehmen wir die kleinere Zahl. Ne, ganz wichtig. Und hier ist es also 0,166666 und ruhig hier die 7 erst ganz, ganz spät kommen lassen. So. Und heraus kommt 1250 Euro. Und jetzt habe ich euch dafür das Ganze hier mal in eine Tabelle geschrieben. Denn jetzt kommt. Soll ich das hier schon verraten? Ja, genau. Jetzt kommt die Qual. Jetzt kommt eine kleine Qual. Da muss ich euch leider mit hier durch, da euch das zumuten. Das muss ich euch zumuten. Und zwar, bam, 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 Abschreibungsplan. Wenn die degressive Abschreibung und solange die degressive Abschreibung größer ist als die lineare Abschreibung, wählen wir die degressive Abschreibung. Das heißt, hier ist es größer, 1250 Euro,
ergibt eine größere Abschreibung als 500 Euro. Also nehmen wir, ne, wir haben das gerade hier ausgerechnet, also nehmen wir die 1250 und zählen und rechnen 10.000 minus 1250 gleich 8.750 Euro. Die degressive Abschreibung im zweiten Jahr, ist dann Restbuchwert 8.750 mal 0,166666 und irgendwann dann die 7. Das heißt, und dann jetzt nicht mehr monatsgenau, sondern das ist ja ein ganzes Jahr. Und also haben wir dann 1.458 Euro und 33 Cent als degressive Abschreibung. Wie kommen wir auf die 614,04 Euro? Wieso ist es eigentlich nicht so, dass wir hier bei der linearen Abschreibung stets die gleichen Beträge haben? Das ist ja voll komisch. So, die Antwort ist, weil wir ja noch gar nicht angefangen haben, linear abzuschreiben. Also ändern sich diese Abschreibungsbeträge, denn sie sind ja, solange sie nicht fett sind, vollkommen irrelevant. Also, 8.750 und jetzt kleine Sauerei. Jetzt habe ich ja, wie viele Monate noch laufen? Wie viele Monate läuft das Ganze noch? Oder wie viele Jahre läuft das Ganze noch? Was würdet ihr sagen? Was ist hier die Restlaufzeit? Bam, bam, bam. 171 Monate. Sehr gut. Denn 15 Jahre mal 12 Monate minus schon gelaufenen 9 Monaten im ersten Jahr. Und dann multipliziert mit 12. Und diese Sauerei, dass man auf die Monate gehen muss, die kommt dran. Denn die kam schon dran, die kommt auch wieder dran. Das müsst ihr hier checken, damit man eben die 3 Monate, die dann im letzten Jahr, im 16. Jahr gewissermaßen kommen, hier noch drin hat. Und dann komme ich also auf 614,04 Euro. So. Ne? Und damit komme ich also dann auf die degressiven Abschreibungsbeträge und die linearen Abschreibungsbeträge. Nun ist es aber ja so, dass das Ganze erstmal bis, oder dass wir das Ganze bis hierhin erstmal machen. Und ich glaube, was hatte ich gesagt? 10.000 und so weiter, Bestellung, Lieferung, bla bla bla. Genau. Die Bestellung, die Lieferung, die Montage durch den Lieferanten. Ne? Genau, das heißt, die Frage mit dem, Restbuchwert war hier gestellt. Der Unterschied zwischen Bestellung und Lieferung und Montage und der Beginn der Abschreibung, der planmäßigen Abschreibung, handelsrechtlich gesprochen, beziehungsweise der AFA steuerrechtlich gesprochen. Das muss man dann hier also sehen. Wenn ich jetzt noch eine weitere Sauerei einfüge, der Teilwert Ende 01, sei, ich glaube, ich habe mal gesagt, 2.000 Euro. Genau. Der Teilwert sei jetzt 2.000 Euro. Bam. Und das ist die letzte Sauerei. Aber die führt jetzt mal zu einem richtigen Kracher. Dann muss man jetzt gucken, tja, was geht dann ab? Es gibt das Niederswertprinzip. Im Anlagevermögen, handelsrechtlich und natürlich auch steuerrechtlich gibt es das Niederswertprinzip. Wenn eine Wertminderung dauernd ist, dann muss handelsrechtlich abgeschrieben werden. Das heißt, wir machen handelsrechtlich eine außerplanmäßige Abschreibung. Also hier, das da ist jetzt 1250 Euro. Ne? Und wir würden dann also, und zwar im Jahr 00, einfach handelsrechtlich die Zahl abschreiben, die hier steht, also 1250 Euro. Und im zweiten Jahr würden wir 1458 Euro und 33 Cent dann abschreiben und sonst nichts.
Und das wäre dann das Relevante. So, weiter habe ich das hier nicht erzählt. Genau. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist denn dann die Abschreibung? Ne, wie hoch ist denn dann hier die Abschreibung? Also 0,0 und 0,1. Die planmäßige Abschreibung, planmäßig, außerplanmäßig und Restbuchwert. 1458, ich glaube, das hatten wir so gesagt, 1458 in dem ersten Jahr, genau. Nulltes Jahr und erstes Jahr. Im ersten Jahr 1458, davor 1458, stimmt das? Ja. Euro und 33 Cent. Das ist die planmäßige Abschreibung. Die außerplanmäßige Abschreibung, wir müssen doch auf einen Restbuchwert kommen von plötzlich katastrophal niedrigen 2000 Euro. Und also schreiben wir ab 5311 Euro und 67 Cent. Und 67 Cent nach Paragraph 253 Absatz 3 Satz 5 HGB. Denn bei einer dauernden Wertminderung muss außerplanmäßig abgeschrieben werden. Nach 253 Absatz 3 Satz 5 HGB. So, das ist also Handelsrecht. Das ist Handelsrecht. Ne, das nochmal bei Minute 57. Im Handelsrecht gilt, bei einer dauernden Wertminderung muss eine außerplanmäßige Abschreibung durchgeführt werden. Wie ist das steuerrechtlich? Gilt das dort genauso? Genau, dort gilt ein Wahlrecht. Dort gilt ein Wahlrecht und nicht die Pflicht. Das heißt, eine Teilwertabschreibung darf vorgenommen werden nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 EStG, wenn die Wertminderung dauernd ist. Und ob die Wertminderung dauernd ist, und jetzt kommt die Sauerei, entscheidet das BMF-Schreiben. Entscheidet das wichtigste aller BMF-Schreiben, das BMF-Schreiben vom 2. September 2016. Das male ich extra mal in Türkis an. Ob die Wertminderung dauernd ist, entscheidet allein das BMF-Schreiben vom 2. September 2016. Das ihr kriegen werdet, das ihr in Auszügen, dann in relevanten Auszügen kriegen werdet, aber das ihr vorher schon gelesen haben müsst. Das ist das Wichtigste aller BMF-Schreiben, weil das so wertvoll ist und so durchtrieben und auch so schwer an manchen Stellen, dass wenn man es nicht vorher gelesen hat, dann ist man chancenlos. So, genau, mit der Hälfte des Buchwerts und so weiter. Habe ich das BMF-Schreiben hier? Hat jemand den Link? So, ich google das mal gerade. Ach, guck. Ohne, dass ich irgendwas tippe, steht es schon hier. Bam, 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 bam. So. Allora. Was geht ab? Wir haben eine voraussichtlich dauernde Wertminderung. Das gesamte BMF-Schreiben dreht sich nur um dieses eine Thema. Dauernde Wertminderung. Für die Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens. Und da sind wir ja hier. Das heißt, ihr würdet die Textziffer 8 dann in der Klausur erhalten. Kann von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung ausgegangen werden. Und jetzt kommt ein Satz, den ich total komisch finde, den man nur mit großer Mühe, wie ich finde, versteht. Wenn der Wert des jeweiligen Wirtschaftsguts zum Bilanzstichtag mindestens für die halbe Restnutzungsdauer unter dem planmäßigen Restbuchwert liegt. Bam. So, und jetzt übersetze ich das mal in Minute 59, wie der Satz richtig heißen müsste, damit man ihn besser versteht. Hier ist gemeint, wenn der Wert des jeweiligen Wirtschaftsguts, wenn also der Teilwert des jeweiligen Wirtschaftsguts zum Bilanzstichtag, will sagen Ende 01,
mindestens für die halbe Restnutzungsdauer ab 01 unter dem planmäßigen Restbuchwert, Klammer auf, bei ausschließlicher Anwendung der planmäßigen Abschreibung, Klammer zu, liegt. So, was jetzt vielleicht auch nicht klar geworden ist. Und deshalb habe ich hier diese Tabelle da vorbereitet. Denn wir gehen das mal weiter durch. Angenommen, wir schreiben planmäßig ab. Angenommen, wir schreiben hier planmäßig ab und folgendermaßen. So, ne? Die Restnutzungsdauer ist doch 13 Jahre. Nicht ganz 13 Jahre, weil wir auf die ersten 3 Monate dann noch achten müssen. Aber sagen wir mal 13 Jahre. Und wie lang ist der Teilwert von 2000 Euro unterhalb des Restbuchwerts bei ausschließlich planmäßiger Abschreibung? Und jetzt kommt ihr. Wie viele Jahre ist der Teilwert von 2000 Euro unterhalb des Restbuchwerts bei planmäßiger Abschreibung liegend? Und ihr könnt ja auch gerne sagen, bis zu welchem Jahr. So. Ja, ich würde sagen, bis zum Jahr 8. Bis zum Ende des Jahres 8. Bis zum Ende des Jahres 8 und also hier. Ne? In dieser Zeit ist der Teilwert von 2000 Euro unterhalb des Restbuchwerts bei planmäßiger Abschreibung. Und ich habe auch hier den Wechsel drin zwischen degressiver Abschreibung und linearer Abschreibung, in dem das immer genommen wird, was fett gedruckt ist, weil bei degressiver Abschreibung ja auch irgendwann geändert werden darf, geswitcht werden darf zur linearen Abschreibung. Bis zum 8. Jahr. So, und zwar bis inklusive des 8. Jahres. Und das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 7. Bam. 7 von 13 Jahren oder 13 Jahren und 3 Monaten. So, und das ist damit was? 7 als Anteil von 13 Jahren und 3 Monaten ist mehr als die Hälfte, und damit mehr als 50%. Ergo, damit gilt das 8 Jahre lang und damit mindestens für die halbe Restnutzungsdauer der Teilwert unterhalb des Werts bei planmäßiger Abschreibung liegt. Das heißt, das, was dort geschrieben steht in Textziffer 8 und was, wie ich finde, überhaupt nicht klar ist, habe ich hier versucht, euch klarer zu machen, nämlich, dass der Teilwert von 2000 Euro mehr als in 50% oder mehr als 50% der Restnutzungsdauer hier kleiner ist als der Restbuchwert. Also auf Deutsch, der Werteverfall, der Werteverlust ist so massiv, dass er dauernd ist und nicht etwa nur vorübergehend. Das heißt, schon ein relativ, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftiges Konzept des Begriffs dauernd nach dem deutschen Steuerrecht. Ist da ein Tippfehler in der Tabelle? Ich habe beim Restbuchwert 01 20 Euro weniger. Also natürlich kann es immer ein Tippfehler sein, das möchte ich gar nicht, das kann durchaus sein. Aber bitte auch bedenken, Kerstin, ich weiß nicht, ob du 0,16666667 getippt hast. Also ich bemühe mich zumindest immer relativ genau zu tippen. Und trotzdem kann es sein, in welcher Periode in RBW Restbuchwert 01, also schon ganz am Anfang, wollen wir mal gucken, das kann man ja noch hier, da kann man noch looky-looky machen. 8750 mal 0,16666666, also so, ne, mit dieser Zahl, ist 1458,33. Das abgezogen von 8750 ist 7291. Ach du meine Güte. Das ist nicht gut. Weil dadurch natürlich auch sich der Rest verändert. Eieieiei. Oh je. Oh je. Ah. Ne? 7291,67
habe ich tatsächlich auch raus, also 20 Euro weniger. Dadurch werden schon auch die Zahlen ein Tick anders. Die Zahlen werden ein Tick anders, weil ja jeweils der jeweilige Restbuchwert genommen werden muss. Es tut mir leid, ich bitte um Verzeihung, um Vergebung. Ich vermute stark, dass es trotzdem dabei bleibt, ja, dass die Wertminderung dauernd ist. Also 7 von 13,3, ne, war länger und das wird auch bei den 20 Euro Abweichung hier dann dabei bleiben. Da bin ich relativ optimistisch, dass trotzdem es so ist, dass es hier dauernd ist. Also, wen muss ich mir merken? Die Kerstin. Kerstin macht hier Souflöse, Soufflörin in Zukunft. So. Heißt, man muss bis Jahr 9 rechnen, um zu prüfen, ob es dauernd ist. Richtig, so ist es. Ja, genau. Diese halbe Restnutzungsdauer, die muss man gucken, um dann darauf zu kommen, dass das hier dann auch die steuerrechtliche relevante Alternative ist, wenn man sich ja steuerrechtlich arm rechnen soll. Das heißt, wir haben ein Wahlrecht. Wir haben ein Wahlrecht, diese Teilwertabschreibung vorzunehmen. Wir müssen das gar nicht. Also der Bilanzierende muss das nicht, aber der Prüfling, der IHK-Prüfling, der muss das, weil der IHK-Prüfling sich so rechnen muss, wie die IHK es ihm vorgibt. Und insofern, ne, ist das dann nicht nur das handelsrechtlich Richtige, sondern auch das steuerrechtlich Richtige. Yes. Bam. So, dann war ich doch gar nicht so lang über der Zeit. Damit haben wir nämlich alles gemacht. Diese Tabelle da habe ich eingeflochten und das alles reingetan in diese schöne Paragraphenkette. In diese schöne Paragraphenkette. So. La 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 la. Nämlich Folgebewertung mit Teilwertabschreibung und so weiter und so weiter. Und auch Zuschreibungen. Und ich glaube, dann die übliche Werbung natürlich an das Ende gebracht. So sieht's aus. Ne? Ansonsten werde ich in meinen Klausurwebinaren und auch in meinen Online-Kursen mache ich das. Auch die restlichen Paragraphenketten natürlich hier rechnen und durchnehmen, nämlich für Rückstellungen Paragraphenketten, für Rechnungsabgrenzungsposten Paragraphenketten, für Umlaufvermögen gibt es Paragraphenketten und so weiter. Für alles gibt es Paragraphenketten. Für alles muss man wissen, wie man das Ganze, mit welchen Vorschriften man das Ganze macht und wie tief man entsprechend zu gehen hat. So, habe ich das richtig verstanden? Wir haben handelsrechtlich und steuerrechtlich degressiv abgeschrieben. Ja, da eine Einheitsbilanz gefordert war. Exactly. Und wir uns steuerrechtlich möglichst arm rechnen sollten. Korrekt. Nachträgliche Anschaffungskosten schreibe ich so ab, als wären sie am Jahresanfang entstanden. Absolut. Genau. Finde Klausurwebinare auch vor der Märzprüfung 2023 nochmal statt? Ich glaube ja. Also, was ich im März des nächsten Jahres mache, weiß ich nicht exakt. Ich denke schon. Ich denke schon. Ne? Du gehst also erst im März rein, vermute ich. Ja. Katja geht vermutlich erst im März rein. Ja. Genau. Jut, jut, jut. Im Zweifel gibt es meine Webinare. Ich mache Fachwebinare und Klausurwebinare immer auch noch mal zum nachträglichen Angucken. Insbesondere die Fachwebinare, die nicht pro Klausur sind, sondern pro Fach, ne, die gibt es auch im Nachhinein noch zum Genießen, so man das genießen möchte und kann. Das ganze fachliche Gerede. Ne? Und so wird das also sein. In welchen Paragraphen steht nochmal, dass man steuerrechtlich auch degressiv abschreiben kann? In Paragraph 7 Absatz 2 EStG steht das drin. Angela fragt, das heißt, wenn wir uns reich stellen wollen, dann schreiben wir linear ab und nicht degressiv. Genau, wenn wir uns reich rechnen müssten, steuerrechtlich, was ich für absolut die Ausnahme halte, weil sich steuerrechtlich reich zu rechnen, ist super albern. Aber egal, angenommen es wäre so, hättest du vollkommen recht, dann würden wir nicht degressiv abschreiben, sondern dann würden wir linear abschreiben, weil wir dann anfänglich weniger abschreiben täten. Exactly. Yes. So. Gibt es weitere Fragen? Wie begründe ich, dass ich handelsrechtlich so abschreibe wie steuerrechtlich? Fragt die Nancy mit der Einheitsbilanz. Ne, mit der Einheitsbilanz.
Weil wenn es dem Handelsrecht wurscht ist, 253 Absatz 3 Satz 1 HGB, wie ich abschreibe, dann mache ich es einfach so, wie das Steuerrecht es verlangt, weil es dort nicht wurscht ist. Und dann mache ich das Handels- wie steuerrechtlich identisch. Und wenn da steht handelsrechtlich hoch, höchstmöglich und steuerrechtlich möglichst niedrig, dann Handelsrecht linear und Steuerrecht degressiv. Heieiei, das ist eine gute Frage, Jessica, weil da steht dann, da wird dann trotzdem stehen, machen Sie es nach der Einheitsbilanz. Und das ist dann eine Frage, ja, wie man das auslegt, welche der beiden Spielregeln dann Vorrang haben wird. Ne? Ob die Spielregel der Einheitsbilanz, wovon ich hier ausgehe, oder die Spielregel des sich Reichrechnens und des sich Armrechnens. Das sich Arm und Reichrechnen ist nämlich primär relevant bei Wertpapieren. Wenn Wertpapiere hier gekauft werden und eine nur vorübergehende Wertminderung stattfindet, Wertpapiere des Anlagevermögens, dann darf ich abschreiben, außerplanmäßig, muss es aber nicht. Und dafür ist dieses sich Reichrechnen beispielsweise hier relevant. Ne? Das heißt, insofern mit deiner Frage, wie ich das dann abschreibungstechnisch mache, ich würde an dieser Stelle es trotzdem identisch machen, handels- wie steuerrechtlich, nämlich degressiv, weil dann hier die Einheitsbilanz an dieser Stelle dann wichtiger ist. Oder wenn ich das so verstehe, dass sie an dieser Stelle wichtiger ist. Es gibt keine umgekehrte Maßgeblichkeit, ganz genau. Wobei die auch damals nicht hieß, dass Steuerrecht maßgeblich ist für Handelsrecht. Das hieß was anderes, aber das ist egal. So, weitere Fragen. Ich mache es so, dass ich den Mitschnitt heute noch oder spätestens morgen, wahrscheinlich heute, aber kann auch sein, dass spätestens morgen, ich euch zur Verfügung stelle. Wer in meinem Newsletter ist, kriegt den dann auch in den nächsten Tagen noch mit ein bisschen Chi-Chi drumherum. Und bei YouTube stelle ich es dann auch in ein paar Tagen rein. Und wer Bock hat, in 2 Tagen wieder dabei zu sein, darf gerne in 2 Tagen mitmachen fürs Steuerrecht. Ich gucke mal, ob noch Plätze sind. Denn der Kurs jetzt gerade ist voll. Ich gucke mal, ob noch am Freitag überhaupt. Ach ja, da ist noch Platz. Noch ist Platz. Aber das war heute innerhalb von den letzten 4 Stunden dann voll hier mit diesem Webinar. Das heißt, jetzt in dieses Webinar können zumindest nicht mehr Leute live reinkommen. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich mache das Ganze außerdem, Achtung, Werbung, dass in meinen Online-Kursen ich Klausurenecken drin habe. In meinen Online-Kursen mache ich zu den einzelnen Klausuren, also in den Fächern mache ich Klausuraufgaben rein, Körperschaftssteuer, Online-Kurs, Klausuraufgaben, Körperschaftssteuer. Online-Kurs, Gewerbesteuer, Klausuraufgaben, Gewerbesteuer mit Videos und so weiter. Ne? Das heißt, dass ihr da speziell auf die Klausuren dann auch nochmal getrimmt werdet. Ende der Werbeeinblendung zu den Online-Kursen. Gut, alles klar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wenn keine weiteren Fragen sind, ich warte aber lieber mal noch 10 Sekunden, vielleicht sind ja noch weitere Fragen. So. Sehr schön. Ja, das war also hier die Paragraphenkette. War wirklich sehr hilfreich, vielen Dank. Alles klar. Mensch, das freut mich sehr, Katja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Freitag in bester Laune in der üblichen Runde. Ne? Alles klar. Bis dahin und tschüss.